Liebe Löwenzahn-Fans und Elektrotechnik-Enthusiasten, heute prüfen wir eine Szene aus Löwenzahn, wo eine Protagonistin nur mit Putzhandschuhen und einem Seitenschneider bewaffnet ein Stromkabel kappt. Ja, ich bin jetzt kein Elektriker-Experte, aber da lässt sich jede Menge hineininterpretieren und fantasieren. Aber wir müssen dazu erstmal die Location wechseln. Auf zum Bütchen. Löwenzahn. Und jetzt Film ab, sind selbst. Gut wird das, ja. So ein Standardmixer kann schon mal 200 bis 800 Watt ziehen. Kommen die Äpfel nicht so in den Becher, sondern in den Mixer. Das ist das hier die Protagonistin. Fritz Fuchs verkauft gerade Smoothies und ist am Mixen. Protagonistin kramt in ihrer gelben Handtasche, in der sich viele Putzmittel befinden. Und hat natürlich rein zufällig einen fetten Seitenschneider dabei. Kriegt das hin. Hallo, es kommt dran, was gibt's? Begleitet von bedrohlicher Psychomusik aus treibenden Streichern. Es folgt ein total unauffällig auffälliges Anpirschen und Versteckspiel. My love always blickt auffällig, unauffällig nach links und rechts. Sie trägt gelbe Putzhandschuhe. Super getarnt und auch Fritz Fuchs macht die Psst, leise Geste und hat sein Smartphone ebenfalls in knallig gelb schon gezückt. Da an der Wand ein weißer elektrischer Verteiler. Das war ja der schöne Sicherungskasten. Ohne Strom kein Mixer. Und da ist er, der Moment, wo mit einer Menge Pyrotechnik das Niederspannungskabel per Hand gekappt wird. Schnipp, schnapp, Kabel ab. Total doof. Sorry. Hochgradig lebensgefährlich. Ja, bitte recht freundlich, Frau Rehbock. Nö. Ja, und so dachte ich mir, diese Szene wird jetzt nicht nur elektrotechnisch, sondern auch auf ihre pädagogische Sinnvollhaftigkeit geprüft. Los geht's. Löwenzahn. Ich meine, das Ganze muss ja schon wissenschaftlich korrekt und pädagogisch sinnvoll sein. Immerhin ist das eine Sendung für Kinder. Ja, und wenn die das jetzt nicht mehr gucken dürfen, das wäre echt schade. Wir einigen uns darauf, an einem elektrischen Verteilerkasten in Kopfhöhe herrscht eine Nennspannung unter 1000 Volt, in der Regel 230 Volt AC, Wechselspannung. Und eine uralte Faustformel besagt, Wechselspannungen über 50 Volt sind lebensgefährlich, Gleichspannungen über 120 Volt ebenfalls. Sie können beispielsweise deutlich mehr Gleichstrom ab, als Sie Wechselstrom ab können. Und an der Stelle haben wir hier eben die Einwirkungsdauer oder die Strömungsdauer. Genauer gesagt kommt es eher auf den durch den Körper fließenden Strom an. Wenn genug Energie dahinter steckt, um das Ganze zu befeuern, dann wird der Strom über deinen Körperwiderstand, genauer gesagt die Impedanz, eingestellt. Ströme ab 30 mA können schon tödlich sein und zu Herzkammerflimmern führen. Und die Watt wiederum, die sind dafür verantwortlich. Ich hole Ihnen einfach mal unsere Broschüre, da steht das ja alles drin, Strom und Spannung und so weiter. Und Vorsicht, nichts anfassen, ne? Oh, oh, kein Scherz. Energie ist eigentlich das, was das Problem ist, nicht nur Leistung. Wenn mehr Energie durch die Kontaktstelle, durch den Körper durchgegangen ist, zu größeren Problemen führt, während wenn das nur ganz kurz passiert, ja, dann passiert, sie erschrecken sich, das war es dann aber auch. Kann man Kabel mit einem bis zu 1000 Volt isolierten Seitenschneider einfach durchschneiden? Das lass mal lieber. Denn das kann unter Umständen eben tödlich sein. Welche Umstände können das sein? Zum Beispiel Isolierung beschädigt. Man rutscht ab. Der durch Film-Pyrotechnik beim Trennen der Leitung entstehende Funke-Knall erschreckt einen dermaßen, dass man unglücklich von der Leiter fällt, etc. Disclaimer, ich bin kein Elektriker und will auch keiner werden. Ich will auch keine Bundeskanzlerin werden. So, zur Verteidigung. Wir haben eben einen rot-gelben Griff gesehen. Hashtag not sponsored. Achtung, keine Werbung für Knipex wegen Markenerkennung, aber hier. Interessante Info. Die rot-gelbe Griffhüllenmarkierung deutet darauf hin, dass es sich um ein durchgenormtes Elektrikerwerkzeug handelt. Und jede isolierte Knipex-Zange wurde bei der Endkontrolle auf ganze 10.000 Volt Spannungsfestigkeit geprüft. Ist doch schon mal gut zu wissen, das haben sie richtig gemacht in dem Film. Oder die VDE-Griffhülle fürs Arbeiten unter Spannung. Die gibt es dann auch noch in der Version mit der doppelt getauchten Hülle, je nach Geschmack des Anwenders. So, hier bin ich exklusiv zu Gast bei einem sehr vorbildlichen Werkzeuglager. Alles schön beschriftet und nummeriert. Und hier gibt es Seitenschneider. So, jetzt pass mal auf. Hier, das ist eine Zange. Da im Griff steht es bis 1000 Volt. Das hier ist ein älteres Modell, aber ohne diese Schutzpümpel hier. Die sind zum Schutz da, damit niemand hier aus Versehen abrutscht und dann hier an das Metall kommt, was ja dann leitfähig ist. Also wenn ja jemand versucht, so aus Versehen ein Kabel zu kappen, ist er hier nicht isoliert. Ne? Deswegen ist diese Variante sicherer. Wirklich sehr vorbildlich. Okay, haben wir das im Kasten. Nächste Szene.
Also man muss schon ganz genau hingucken, um zu erkennen, dass das ein rot-gelber Griff ist. Das Gelb geht nämlich in einem Gelb-Outfit unter. Und dann hat sie auch noch dummerweise gelbe Handschuhe an. Putzhandschuhe gibt's auch in knallig grün oder rosa. Doch ein Restrisiko bleibt. Kommen wir zu unserem ersten Experiment. Besser gesagt Messung. Ein Experiment mit Messung. Und zwar nicht repräsentative Widerstandsmessung via Billigmultimeter. Von linker Hand bis rechter Hand. Ja, Megaohm-Bereich. Kleiner 1 Megaohm. Von linker Hand bis, ja. Na, schon geringer, hm? Okay, angesabberte Multimeter-Probes von Hand zu Hand. Halbes Megaohm, plus, minus. Spezielle Handschuhe schützen dabei vor Stromschlägen mit Spannungen bis zu 1000 Volt. Gut, die strennt. Kleine Demonstration gefällig. Stopp! Sofort! Das ist doch keine Lösung! Der Putzteufel 5000 ist allerfeinste Chemie. Chemie! Ja, das glaube ich. Okay, hier, ich halte fest. Einige 10 Megaohm. Jetzt nur noch die Hälfte von einigen 10 Megaohm. Von Putzhandschuh linke Hand bis nackte rechte Hand. 15 Megaohm. Megaohm-Bereich, also das ist safe. Wenn du 10.000 Volt hast und 10 Megaohm Widerstand, wie viel Strom fließt dann? Da würde 1 Milliampere fließen und das ist gerade mal so die Reizschwelle. Die Loslassgrenze ist erst ab 10 Milliampere erreicht. So, jetzt kann ich mal Chroma Key anmachen. Aber mir fällt jetzt auch keine sinnvolle Szene ein, wo man keine Hände hat. Wenn schon, denn schon. Ich bin in Special Effects ganz schlecht. Aber die Frage ist ja jetzt, wenn ich mit meinem Billigmultimeter hier den Widerstand messe, dann muss der ja intern irgendeine Spannung hier an die Probes anlegen und dann mit so einem Sensing Current Strom den Widerstand messen. Die Frage ist, wie viel Spannung liegt dann bei der Widerstandsmessung hier an? Dafür bräuchte man jetzt ein zweites Billigmultimeter. Tada! Die sind beide so schlecht, ich weiß. Brauchst du ja auch nicht wirklich. Das sollte ich vielleicht auf dem Tisch filmen. Okay, hier influenziert er schon einige Millivolt in der Spannungsmessung. Gut, dann verabschiede ich mich aus dieser schönen Kameraeinstellung. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Es ist voll eine gute Kulisse, aber leider auch ein bisschen Werbung. Ne? Schleichwerbung für Hard- und Software. Diese Hardware hier basiert auf einer Software. Egal. Naja, ich empfehle das auf jeden Fall nicht. Das ist Hashtag not sponsored. Zeitverschwendung. Das ist nichts, was einen weiterbringt. Das orangene Multimeter, oh, Entschuldigung, Steve, ist auf Widerstandsmessung eingestellt. Das graue Multimeter misst jetzt die Spannung. Mhm. Also im Leerlauf sind es ungefähr 300 Millivolt. 300 Millivolt Messspannung, würde ich behaupten. Wir können das Ganze auch mal umdrehen. Hier, du misst jetzt mal Widerstand und du misst jetzt mal Spannung. Auch aufgerundet 300 Millivolt. Ja, was sagt uns das? Ist natürlich eine sehr geringe Messspannung und nicht vergleichbar mit 220 Volt AC. Wie in der Löwenzahn-Szene. Pusteblume. Pusteblume. Hier ein Pferd. Was ist das denn für ein Schaf? Weiß das jemand? Ja, daran wird gerade gebaut. Das ist ein Creeper, der ist auch in grün. Grün ist meine Lieblingsfarbe. Und das hier ist eine Schmiede. Ich habe auch schon Filmideen, was ich damit machen könnte. Aber bis es dazu irgendwas kommt, ich verspreche nichts. Aber was ist da jetzt eigentlich genau passiert? Nehmen wir mal die Storyline genau unter die Lupe. Was ist denn passiert? Nichts. Ich muss den Kiosk schließen. Das war's. Die Stadt, die hat meinen Pachtvertrag nicht verlängert. Ja? Den Kiosk soll jemand übernehmen, der mehr Umsatz macht als... Was? Hey, Jasmin, komm mal her. Rosa Rehbox-Reinigungsmittel. Das Bütchen soll geschlossen werden und stattdessen ist die gelb gekleidete Protagonistin scharf auf das Gewerbegrundstück, um dort Reinigungsmittel zu verkaufen. Wie logisch. Ich meine, das ist doch so absurd. Ach, wenn die erstmal sauber sind. Moment mal. Die besten Reinigungsmittel der Welt, die werde ich hier verkaufen. Das Ganze wird mit jeder Menge übertriebenem Overacting bewusst ins Komische inszeniert.
Selbst Snape verzieht sein Gesicht und gibt ihr dann so ein Look, Trademark, und grinst beinahe und gibt Harry wieder diesen super übertriebenen Look, Trademark. Und dann gibt Harry Snape den Look, Trademark. Und überhaupt jeder gibt in dieser Szene irgendwem ein Look, Trademark. Gibt Quirrell noch ein letztes Mal den Look, Trademark. Gleich ein kleiner Gag, der aber zugleich ein botanischer Filmfehler ist. Damit Sie sich um Ihre vielen, vielen, vielen Kunden kümmern können. Ein sogenannter Tumbleweed. Wie spricht man das aus? Vielleicht spricht man das aus wie eine Mischung aus Chamäleon und Chemie, also sage ich mal Kamechori. Ist eine Ausbreitungsstrategie von Pflanzen, auf Deutsch auch Steppenroller genannt. Solche Pflanzenarten gibt es zwar auch in Europa, dennoch sind sie vor allem in Steppen verbreitet und Bärstadt ist eher ein grünes Pflaster mit Wald drumherum, also keine Steppe. Das ist ein klarer Filmfehler. Man kennt diese Tumbleweeds ja auch eher aus Westernfilmen. Like cowboys in a western, tumbleweeds head out on the open range. But a green lawn isn't what the tumbleweed is looking for. It can't compete with plants like grass. It needs a barren place like this abandoned onion field. With each bounce, the tumbleweed sends its seeds flying. It spreads them out so they all get plenty of sunlight and space. Just needs a little water to sprout. And soon enough, this plant will strike out on its own. Aber dennoch ein anerkanntes filmisches Stilmittel, um Einöde und Leere zu symbolisieren. Das können doch die Zuschauer zu Hause selbst falsifizieren, dass diese Storyline von vorne bis hinten total unlogisch ist. Aber ich muss ehrlich sagen, diese Schauspielerin macht das sehr, sehr gut, weil die übertreibt das so ein bisschen. Um den Umsatz zu steigern und das Bütchen zu retten, will Fritz Fuchs gehaltvolles, leckeres Mittagessen am Kiosk verkaufen. Ein Mittagstisch. Ganz genau. Schnell und zum Mitnehmen. Und weil ein Putzmittelverkaufsbütchen eigentlich total absurd ist, wird sogleich ein sinnvoller Anwendungsfall dazu gedichtet. Mein Trainer flippt total aus. Fremde Jugendliche mit Chemie besprühen. Was soll das? Was ist denn das für ein Zeug? Und dann betatschen. Das ist Tomatofutsch. Tomatofutsch? Ja. Auch anwendbar bei Blut und roter Beete. Sie haben mich gerettet. Sehen Sie? Meine Reinigungsmittel werden hier gebraucht. Ja, genau wie mein Essen. Jasmin, möchtest du den ersten Brett probieren? Eingeschlafen. Dann legen wir mal los. Ein Brett extra scharf. Mmh. 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 Richtig lecker. Alles läuft wie geschmiert. Doch dann, da ist sie wieder. Gelbes Outfit vor gelber Verpackungsmülltonne. Diese Emotionen müssen raus. Aber warum ist er so geheimnistuerisch dabei? Nun, es hat seine Gründe, warum er so dargestellt wird. Er trägt schwarze Sachen, die Bösen tragen in Filmen doch immer schwarz. Jetzt guckt er so komisch. Dem Zuschauer wird somit sowohl durch Kleidung als auch durch zwielichtiges Auftreten suggeriert, mit dem stimmt irgendwas nicht. Der ist böse. Und der bleibt auch böse. Und als sie das Aussehen des Trolls designt haben, war das Ziel, er soll gefährlich, aber dämlich aussehen. Das ist auch mein Ziel, wenn ich morgens vorm Spiegel stehe. Snape muss irgendwas Böses gemacht haben, denn er ist definitiv der Bösewicht dieser Geschichte. Er ist böse und er bleibt auch böse. Es bringt Snapes Image halt gar nichts, wenn er die ganze Zeit so finster reinschaut. Er fordert das richtig raus, als Bösewicht wahrgenommen zu werden. Er steht bestimmt jeden Tag vorm Spiegel und denkt sich, heute sehe ich mal zwielichtig aus und böse. Und gefährlich. Aber dämlich. Wahnsinn, Keks. Das hätte ich nicht gedacht. Du vielleicht? Spitzenmäßiger Filmtiertrick. Ja, Keks. Ja, du sollst ja auch nicht leben wie ein Hund. Also, komm. Sitz, sitz. Gib mir 5. Ja, brav. Na komm. Teamwork eben. Ja. Und auch der Bärstädter Hammer hat am Ende richtig Sportsgeist bewiesen. Die Mülltonne rollert vorwärts, schiebt Sand vor sich her. Die Protagonistin befindet sich aber in der Tonne und nicht dahinter. Filmfehler! Oh, voll der Filmfehler, voll der Continuity-Mistake. Die haben gedacht, wir merken es nicht, aber wir haben es gemerkt. Das ist so eine tolle Idee, Fritz. Danke. Wir wollten eh noch eine Runde drehen. Perfekt.
An apple a day keeps the doctor away. Passende Musik und Soundeffekte. Na dann, lasst es euch schmecken. Das ist ja widerlich. Das ist ja total versalzen. Das ist mir rätselhaft. Wie konnte das passieren? Natürlich im schicken gelben Auto. Bist du? Wie kommt denn das? Offenbar gibt es hier Schwierigkeiten, was? Der junge Mann hat die Sache hier wohl nicht so ganz im Griff, wie? Ihm rieselt da was aus der Tasche. Ja, also so ganz zufällig ein passendes Loch, wo das Beweismittel rausrieselt. Salz. Geht's noch? Und meine ganzen Maisfladen sind komplett versalzen. Na sowas. Na sowas. Na sowas. Wer macht denn sowas? Ach, hören Sie doch auf. Natürlich habe ich immer Salz in meiner Tasche. Das ist das beste Mittel, um Rotweinflecken zu entfernen. Das weiß doch jedes Kind. Ja, da haben Sie vollkommen recht. Salz? Solche Künstler. Oh Gott, habe ich Sie getroffen? Voll keine riesen Rotweinfleck. Kein Problem. Pfeffer? Achtung. Das ist ja der Hammer. Dann wollen wir mal schauen. Aha, also das Salz hat mich ein wenig im Stich gelassen. Ja, so mache ich's, ja. Bewundernswert, wirklich bewundernswert, nicht wahr? Jawohl, das bin ich. Puh, nicht kochen können und dann mir die Schuld in die Tasche, die Schuhe schieben wollen. Puh. Ich arbeite sehr gerne hier. Wie Sie meinen. Aber morgen Abend gehört der Kiosk mir. War das jetzt das Ende vom Kiosk? Natürlich nicht. Er hat jetzt die Idee mit den frischen Smoothies aus dem Standmixer. Andere sagen dazu: Ein Fritz fruchtig, bitte. Danke. Und wieder andere sagen dazu: Frucht Alarm! Party! Und dann ist die 5-Minuten-Marke erreicht und damit das Ende dieser Folge. Gerade wo es so actionreich wurde. In Teil 2 klären wir, was es mit Hauptanschlusskästen, elektrischen Verteilerkästen, Sicherungen, Lasttrennschaltern und FI-Schutzschaltern auf sich hat. Außerdem beschäftigen wir uns näher mit Power-, Cable-, Kabel-, Querschnittsaufbauten und Lichtbögen und Stromabrisseffekten beim Ausschalten oder Trennen von leistungshörenden, leitfähigen Teilen. Also könnt ihr euch fürs nächste Mal schon über total viele Fun-Facts zu Besen und Bällen freuen. Das wird toll. Also hoffentlich höre ich mich, hört ihr mich. Wir hören uns alle gegenseitig beim nächsten Mal. Und jetzt kommt noch ein Abmoderationsteil mit Zuschauerfragen bezüglich Löwenzahn. Wer, wie, was? Wer, wie, was? Zuschauerfragen. Was ist eure Lieblings-Löwenzahn-Folge? Und wieso, weshalb, warum? Wieso, weshalb, warum? Wer oder was ist euer Lieblingscharakter? Meiner ist natürlich Keks, der Hund. Ja, Keks, die gibt's auch noch, hm? Ja, Keks! Fallen euch spontan weitere Löwenzahn-Szenen ein, die so ein bisschen komisch sind? Das ist eigentlich die Idee. Ich glaube, ich bewerbe mich mal bei Löwenzahn ZDF TV als Elektrotechnik-Skripteschreiberin. Und dann machen wir eine Folge über die Einflüsse von Körperströmen auf die Gesundheit. Zum Beispiel. In meiner Folge gibt es dann auch keinen Bösewicht, hier aber den kleinen Paschulke. Der wird quasi Versuchskaninchen sein. Das wird so gut. Selfie? Onkel Hermann hat mich schon vor Ihnen gewarnt. Ach, du bist der Neffe, der auf den Garten aufpasst. David Paschulke. Ganz genau. Alles klar, David? Ja. Wirklich sehr, sehr interessant, solche Sonnenmoleküle. Module, das sind Solarmodule. Also, mach's gut, Keks. Mach's gut. Viel Spaß. Tschüss. So, jetzt aber. Das ist mein Keks. Hallo, Keks. Der passt voll zu dir. Was ich auch mal unbedingt sehen will, ist eine Bauwagenfolge im Winter bei Schnee. Das wird dann eine Folge von Isolation und Heizen von Tiny Houses im Winter. Weitere Protagonisten sind dann so Backpacker, die dann da hinkommen zu Fritz Fuchs und das genau wissen wollen, wie es funktioniert, weil die sich selbst ein Tiny House bauen wollen und dann gucken die, wie es da bei dem Bauwagen funktioniert. Keine Ahnung, wie der geheizt wird. Abwrackprämie, Öl, Heizung, Fernwärme wahrscheinlich, ne? Kompost, Biogas. Ach, Sonnenenergie. Wärmepumpe. Wärmepumpe unterm Bauwagen. Kalt ist es. Moment. Das haben wir gleich.
jetzt ein schönes, heißes Bad. Oh. Eieiei. Die Sicherung. Ja. Ja, das Licht, das Radio, der Badeboiler und jetzt noch der Heizer. Das hält die nicht lange durch. Naja, muss ich raus zum Sicherungskasten. Aber erstmal abschalten, damit mir das nicht nochmal passiert. Na, ich glaube, die Idee ist nicht gut. Wir machen eine Folge übers Elektrorad. Und wenn der Keks das dann nicht mehr schafft, kriegt er einen Hundeanhänger. Da kommt er dann rein. Das Lasten-Elektrofahrrad auch für dicke Bernhardiner-Hunde. Ist das ein Bernhardiner? Bernhardinerhund? Keks ist ein Bernhardinerhund. Ja, klar. Kein Ding. Finde ich toll. Ich weiß ja nicht, was ihr macht, aber Keks und ich, wir drehen mal wieder eine Runde am Bütchen vorbei. Da wartet auch jemand auf Kuchen. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, ich weiß ja nicht, was ihr macht, aber ich drehe jetzt noch eine Runde Multimeteraufnahmen auf dem Tisch. Also bis zum nächsten Mal. Es kommt auch nichts mehr und ihr könnt eigentlich abschalten. Also wenn ihr einen Drehschalter habt, geht auch ein Dip oder ein Wip. Also abschalten. Tschüss. Heute kommt eh nichts mehr. Also die ganzen Empfehlungen hier und da, boah, einfach ignorieren. Geht lieber raus an die frische Luft. Beobachtet ein paar Insekten, sucht euch eine schicke Pusteblume und dann... Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Filmszenen wissenschaftlich geprüft.